WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Trotz Eurokrise und der derzeitigen Flüchtlingsströme, Deutschland ist bei seinen Lösungsversuchen insgesamt auf einem guten Weg. Das sagt Norbert Linz, der hiesige Europaabgeordnete der CDU Württemberg-Hohenzollern. Linz, der Deutschland auch aus der Brüsseler Perspektive erlebt, hat im Rahmen seiner Sommertour gestern den CDU-Kreisverband Tübingen besucht. Im Terminkalender stand dabei auch ein Rundgang in das Lebensphasenhaus, ein Forschungsprojekt der Universität Tübingen, das mit EU-Fördergeldern finanziert wird. Das Lebensphasenhaus in Tübingen, eine Begegnungsstätte vorwiegend für ältere Menschen. Hier können Sie sich über technische Unterstützungsmöglichkeiten informieren, um so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Ein Thema, das bei Linz angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft großes Interesse findet. Dem EU-Abgeordneten Norbert Linz brennen aber auch noch andere Themen unter den Nägeln, wie der derzeit große Ansturm von Flüchtlingen. Deutschland habe sich jetzt auf den richtigen Weg begeben. Das Gesamtproblem der immer noch anschwellenden Ströme könne aber nur gesamteuropäisch gelöst werden. Gut sei, dass besonders belastete EU-Mitgliedstaaten wie Italien oder Griechenland etwas mehr entlastet würden. Ich glaube aber, dass wir eine Flüchtlingsquote für ganz Europa brauchen. Das heißt also, wir brauchen Verteilmechanismen, die nach der Anzahl der Menschen, die in einem Land leben, aber natürlich auch nach der Wirtschaftskraft und auch gerne nach der Höhe der Arbeitslosigkeit, die gerade da ist. Ne? Auch das ist ein Indikator dafür, wie gut es dem Land gerade geht, ne? Dass diese Dinge auf der europäischen Ebene entschieden werden. Ebenso auf europäischer Ebene geklärt werden müsse die Problematik um den griechischen Haushalt. Hier sei die Bundesrepublik inzwischen in eine Führungsrolle hineingeraten, die sie auch wahrnehme. Ich glaube, dass wir als Bundesrepublik da durchaus Vorbild sein können. Auch wir hatten enorme Probleme. Vor 12, 13 Jahren, da war Deutschland der kranke Mann in Europa und wir haben Reformen gemacht. Und man sieht es natürlich auch an anderen Mitgliedstaaten, die ja unterm Rettungsschirm waren, Spanien, Portugal, Irland und auch Zypern, dass die Strukturreformen durchgeführt haben und auch Bedingungen der Europäischen Union auch erfüllt haben. Der Verhandlungsweg, den Deutschland eingeschlagen habe, ist Linz zufolge also nicht zu hart, sondern eben nur konsequent. Das zeige die jetzt wieder hervorragende wirtschaftliche Situation. Deshalb sei es wichtig, dass jetzt auch Griechenland alle Regeln einhalte, die auch für andere Euro-Staaten gelten. Der Gemeinderat von Blitzhausen im Landkreis Tübingen hat gestern Abend Ja zur Ausweisung von Flächen für neue Flüchtlingsunterkünfte gesagt, mit nur einer Gegenstimme. Im Vorfeld war der dortige Bürgermeister Christoph Dold mit den Plänen der Verwaltung, entsprechende Flächen auszuweisen, auf teils heftigen Widerstand gestoßen. Neben einer Plakataktion, die gegen die Ansiedlung von Flüchtlingen gerichtet war, war Dold von einigen Bürgern als Flüchtlingsgeil beschimpft worden. Auf den beiden in Blitzhausen und in Kniebel ausgewiesenen Flächen sollen jetzt auf schnellstem Wege Containerdörfer zur Unterbringung von Flüchtlingen entstehen. Das Land will den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Internetnetzen stärker fördern. Das gab heute der Minister für ländlichen Raum Bonde in Stuttgart bekannt. Dafür werde das Land die Förderpauschale für den Ausbau von Hochgeschwindigkeitsnetzen von bisher 50 auf durchschnittlich 70% erhöhen. Gerade für ländliche Regionen sei schnelles Internet ein wichtiger Standortfaktor. Für die neuen Richtlinien habe die Europäische Union am Montag ihr grünes Licht gegeben. Bis 2018 sollen rund 250 Millionen Euro investiert werden. 31,7 Millionen Euro stelle das Land bereit. Auf dem Tübinger Holzmarkt hatte sich eine Tierschutzaktivistin jetzt 24 Stunden lang in diesen engen Käfig eingeschlossen. Sie wollte so gegen die zumeist platzenge Haltung von Zucht- und Mastschweinen demonstrieren. Dabei würden die Tiere so körpereng eingeschlossen, dass sich jene, so wie sie in diesem Käfig, sich nicht einmal mehr um die eigene Achse drehen könnten. Gleichzeitig würden die Tiere zudem so zur Ferkelproduktion missbraucht. Gesamtinitiator der Aktion ist der Verein Act for Animals. Die Aktivisten fordern strenge gesetzliche Vorgaben, die den Schweinen ausreichend Platz einräumen. Im Fall des Rottweiler Turmprojekts ist jetzt richtfest für den Aufzugstestturm gefeiert worden. Damit ist die Grundlage für die höchste Besucherplattform Deutschlands gelegt. Der Testturm hat eine Höhe von 232 Metern. Er soll aber noch höher werden, auf insgesamt 246 Meter ansteigen. Dies wird durch Aufbauten und die Fassade erreicht. ThyssenKrupp investiert in das Projekt insgesamt 40 Millionen Euro.
Soweit die BB1-Nachrichten für heute. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bw1.de. Auf Wiedersehen. Am morgigen Donnerstag ist das Wetter im ganzen Land wieder freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab und es bleibt trocken. Die Tageshöchsttemperaturen liegen im Schwarzwald bei 17 Grad und in der Landeshauptstadt bei 20 Grad. Am wärmsten wird es in der Kurpfalz. Dort sind es 24 Grad. Am Freitag wird das Wetter noch freundlicher und noch wärmer. Im Breisgau werden sogar bis zu 28 Grad erreicht. Und auch auf der Schwäbischen Alb sind es 21 Grad. Stadtgeschichte, religiöse Frömmigkeit und Brauchtum in und um die Gemeinde Elsach stehen im Mittelpunkt des örtlichen Heimatmuseums. Zu sehen sind die Ausstellungsstücke beispielsweise in einer originalgetreu eingerichteten Bauernstube. Teil der Dauerausstellung sind auch die Werke des Elsacher Künstlers Erwin Krumm. Geöffnet ist immer samstags von 10 Uhr bis 12.30 Uhr. Auf eine Reise in die Vergangenheit lädt die Meersburg am Bodensee ihre Besucher ein. Hier arbeitete und lebte unter anderem die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Neben ihren Gemächern gibt es auch eine Gefängnisstube aus dem 19. Jahrhundert und eine Folterkammer zu sehen. Bei einer Führung erfahren die Teilnehmer zusätzlich einiges über Hexenverfolgung und die Justiz in früherer Zeit. Die Tore der Meersburg sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Sie waren erbitterte Widerstandskämpfer gegen das nationalsozialistische Regime, die Brüder Berthold und Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg. Ihr Leben und Wirken steht im Mittelpunkt der Stauffenberg-Erinnerungsstätte im Alten Schloss in Stuttgart. Täglich außer montags von 10 bis 18 Uhr können die Besucher einen Abstecher in eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte unternehmen. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de